Filmen wie Snatch oder 96 Hours, Taken 2, Spielrade Serbezieher, 71, gerne einmal den Schurken. Doch nun scheint der kroatisch-slowenische Meme auch im wahren Leben auf Abwege gekommen zu sein. Nachdem die Polizei von Santa Monica, Kalifornien, mehrere Anrufe erhalten haben soll, dass ein auffälliger Autofahrer auf den Stadtstraßen unterwegs sei, musste sie eingreifen. Der 71-Jährige wurde wegen Trunkenheit am Steuer verhaftet. Dies bestätigte ein Beamter der zuständigen Polizeibehörde gegenüber dem US-Klatschportal TMZ. Im Wagen von Serbezija sei eine offene Whiskyflasche gefunden worden und das Ergebnis seines Atemalkoholtests habe deutlich über der vor Ort zugelassenen Grenze gelegen. Lange musste der Schauspieler auf dem Polizeirevier aber nicht ausharren. Gegen eine Kaution sei er mittlerweile wieder entlassen worden.